Ich bin ein... Oh Gott! Ich hasse... Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und dies ist die Folge 3 unseres Ödland-Trips. Das letzte Mal haben wir eine Gruppe von Siedlern dabei geholfen, Banditen das Leben zur Hölle zu machen. Dabei haben wir auch noch den Teufel höchstpersönlich kennengelernt. Easy. Ich denke mal, heute werden wir uns einen Schritt näher unseres Zieles nach Discord begeben. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ihr auch? Bis gleich. Passend mit dem Sonnenaufgang setzen wir unsere Reise fort. Ja, so eine schöne Aussicht hier. Warten wir noch ein bisschen, bis es hell genug ist. Wir sehen zwar keine echte Sonne, aber laut dem Schein müsste sie jetzt ungefähr da liegen. Und du, Kleiner? Ja, ich habe keine Ahnung, wie du jetzt da rauskommst. Wir gehen auf jeden Fall weiter. Wir sind hier diesen Kirchenturm hochgelaufen. Weil ich dachte, ich suche mir eigentlich ein Plätzchen zum Ausruhen. Dann habe ich gesehen, die Sonne geht auf. Das Schloss kriege ich nicht auf. Na, war ja klar. Eine Waffe? Nein. Schauen wir uns nochmal kurz unser Inventar an. Wir haben eine Pistole, wir haben unsere wunderschöne Scar, die wir noch nicht benutzen können. Wir haben einfach viel zu wenig Munition. Im Allgemeinen zu wenig Munition. Voilà. Die Minigun. Ah. Nicht immersive. So ein Teil selber zu benutzen. Unabhängig, also außerhalb eines Powersuits. Ansonsten. Lasermuskete, Hunting Rifle, die können wir, glaube ich, umbauen, aber ist trotzdem mit 308er Kaliber, von dem wir viel zu wenig haben. Die sind sowieso selten, glaube ich, am Anfang zumindest. Warum haben wir nämlich die angelegt? Kurz als Favorite. Na. So. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Oh, also heute habe ich es echt mit dem Gleichgewicht. Ghost hat's auch wieder rausgeschafft. Dem Prediger ging es wohl nicht so gut. Wie dem auch sei, wir gehen jetzt weiter nach Covenant. Covenant müsste irgendwo in der Richtung sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir schauen einfach mal. Spontanität ist das Motto. Wir laufen und schauen, wo uns die Nase führt am besten. Wen haben wir denn da? Ma'am? Seien Sie gegrüßt. Wunderschönen guten Morgen. Was willst du hier? Willst du handeln, mich ausrauben oder nach dem Weg nach Diamond City fragen? Kommt ganz darauf an. Nee, so sind wir nicht. Auf jeden Fall. Dann lass mal sehen, was handeln. Du hast. Oh, ich habe von allem etwas. Denn ich würde... Die Steuerung aus der Hölle. Ich würde erstmal unser Zeug hier verkaufen. Wenn ich weiß, wie. Also ich und die Steuerung werden keine Freunde. Zumindest habe ich jetzt mal die Minigun. Oh, beruhigt dich, Bauner. Die Minigun verkauft. Paar Drogen. Und dazu ein paar Munition gekauft. Mehr auch nicht. Aber mit der Steuerung. Na, da sind die Vive-Controller in der Hinsicht besser. Oh.
Her mit der Ware. Du schuldest uns was. Von mir kriegt ihr giftverkaufenden Camps-Dealer gar nichts. Wisst ihr, was dieser Dreck aus meinem Sohn gemacht hat? Er wusste, was er da kauft, Trudy. Nicht unsere Schuld, wenn er hinüber ist. Also zwing mich nicht dazu, in deinem kleinen Handelsposten rumzuballern. Was ist hier los? Immer mit der Ruhe, Plünderer. Das geht dich nichts an. Wenn du nicht aufhörst, mit der Knarre rumzufuchteln, geht mich das was an. Das war's. Du bist tot. In your face. Gut, Ghost. Das war's. Oh, wir sollten uns heilen. Heilen. Wie gesagt, ist scheiße. Sorry für die Ausdrucksweise. So. Was hat die junge Dame denn? Sehr gut. Oh, sorry. Metallrüstung sogar. Metallrüstung ist sehr gut. Was hat er? Mhm. Das nehmen wir. Oh, gucken wir mal. Besser. Jetzt sind wir ja mega gut ausgerüstet, Leute. Sehr gut. Was war denn hier los? Madame. Habe ich Ihnen das in den Arsch gerettet scheinbar, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Oder was sagen Sie dazu? Warten, bis die Krähen den Mistgerl fressen. Hier, für dich. Wenn du handeln möchtest. Mein Laden hat geöffnet. Vielen Dank. Level up. Kommst du jetzt alleine klar? Ja. Es wird dauern, bis mein Sohn von den Camps runter ist. Aber wir schaffen das. So wie immer. Kommen wir zum geschäftlichen Teil. Brauchst du was für unterwegs? Ich schau mal. Oh, jetzt guck doch nicht gleich so böse. Zeit ist Geld. Oh je. Ich schwör's. Ja, Drogen sind schlimme Dinge. Wenn ihr nicht so enden wollt wie er, Finger weg von Drogen. Alkohol ist okay, aber Drogen nein. So. Dann wollen wir mal. Wie gesagt, ich habe keinen direkten Plan, wo ich hinlaufe. Ich laufe einfach. Und hoffe, dass was Spannendes passiert. Aber eigentlich passiert immer was Spannendes. Aber wir leveln erstmal. Und zwar, was leveln wir denn? Mehr Kronkorken? Mehr Munition wäre gut. Es war gerade nur nicht. Welches das war mit. Das da war's. Ja, das haben wir ja. Wir haben Level 1. Dann würde ich sagen, wollen wir ein bisschen mehr Geld finden? Nein, wir wollen Schlösser knacken. Das machen wir. Sehr gut. Das helfen wir mal gleich. Denn wir wissen nie, was uns erwartet, wenn wir nicht safen. Hallo? Kinder hier anwesend? Ah, gefällt dir mein Kleid? Charlie, du siehst wunderschön aus. Wie eine Prinzessin. Creepy! Ja? Ja? Papa?
Ich vermisse Mama so sehr. Ich weiß, meine Kleine. Oh, jetzt wird's wieder zu rührend. Viel zu rührend. Papa, können wir heute Nacht das Licht anlassen? Ich schlafe. Oh. Natürlich, Kleines. Ich wache über dich, während du schläfst. Gut, dass wir keine Raider sind. Gut für die, dass wir keine Raider sind. Ich finde, wir sollten uns einen Hund holen. Einen mit dickem Fell, der Banditen verscheuchen kann. Aber neben sehr gut. Und mich wärmt. Ja, das sehr gute Idee. Aber meinen kriegst du nicht. Laufen wir schnell weiter, das wird mir zu viel zu rührend. Da entlang. Ja, eigentlich sollten wir nach Sanctuary zu unserem ehemaligen Vorstadt. Denn da sammeln die sich jetzt, die Einsiedler. Die Siedler, nicht das Spiel, sondern die Menschen, und bauen eine neue Siedlung auf. Da können wir irgendwann mal hingehen. Den wird es auch ohne mir ganz gut tun. Ganz gut ergehen. Mein Gott, was ist heute los mit dem Reden wieder? Wie gesagt, wir laufen jetzt einfach. Was? Was hat er? Wir laufen jetzt einfach mal. Rüstungswerbung. Können wir hier schon mal irgendetwas machen? Den Ehering von unserer habseselig verstorbenen Frau verwerten wir nicht, aber ja. Nö, sonst können wir nichts machen. Okay. Ganz ruhig hier, ganz ruhig. Keine Panik. Auf der Titanic. Darf ich vorstellen? Gude. Menschlicher Kiefer. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein. Ah. Schon. Oh Mann, wegen euch verballere ich meine ganze Munition. Sehr gut. Schön den Arm weggeschossen. Fuck. Das gefällt mir gar nicht. Hammer. Kann ich gleich schon wieder Waffen wechseln. Oh Gott! Du Drecksarschloch, du! Ah, wir müssen leider jetzt Waffen wechseln. Ah. Ein bisschen Abwechslung. Ja. Waffenwerkbank. So, mal gucken. Können wir schon aus der Hunting Rifle etwas machen? Und zwar hatte ich mir vorgestellt. Genau. Schrauben brauchen wir. Ja, genau, sowas brauchen wir. Und Holz. Viel Holz. Und dennoch. Schönes Visier. Das wäre gut. Aber ich glaube, das schaffen wir heute gar nicht mehr. Dafür brauchen wir viel zu viel.
Viel zu viel Ressourcen. Außerdem haben wir hier immer noch die falsche Munition. Die können wir auch nicht ändern. Na, dann hat sich das leider erledigt, würde ich sagen. Hier, unsere wunderschöne Scar. Da wäre es vom Vorteil, Kaliber zu wechseln. Auch wenn wir jetzt von dieser Munitionsart sowieso nichts haben, müssen wir aber Zeiten ein bisschen vorbereiten, wenn wir genug Ressourcen haben. Oder ich greife ein bisschen vor, baue schon mal für uns ein paar Magazine. Und dann könnten wir eigentlich mit dem Gunstock durchstarten. Ist eigentlich pausiert, wenn ich hier bin? Ich hoffe es doch mal. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir vielleicht... Ja, eigentlich wollte ich hier... Man darf einfach nichts machen. Aber so eine Reflexversion nicht schlecht. Wenn wir die Waffe schon nutzen. Oh, mehr können wir auch nicht machen. Nope. Mehr können wir nicht machen. Ah, sehr gut. Verzieht ein bisschen. Aber besser als gar nichts. Ja, dann wollen wir mal weiter. Gucken wir, dass wir ein paar Zeugs looten. Aber ohne groß Aufsehen zu erwecken. Gell? Richtig, Ghost. Ich meine genau dich. Ach du Scheiße. Was habe ich getan? Was machen wir? Gehen wir da rein? Schaffen wir das überhaupt? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir sind noch nicht bereit für diese Art Mission. Wir können ja einfach... Theoretisch könnten wir einfach da reingehen. Und aufmucken. Aber... So viel Munition habe ich gar nicht. Das muss schon gut überlegt und gut geplant sein. Was macht denn da so Krach? Also ein bisschen leckt's. Ein bisschen leckt's. Aber mein Gott, es darf auch ein bisschen lecken. Wir reden hier von Fallout 4 und nicht von Alex. Es ist halt einfach nicht hundertprozentig optimiert für VR. Dementsprechend darf das auch ruhig ein bisschen... ...bisschen sich beschweren. So, wie komme ich jetzt... ...hier runter? Gut. Ach, das ist schon wieder. Joch! Ach die Scheiße. Oh je. Ghost, Ghost, Ghost. Ja, mit dem... Noch kann ich mit der Pistole schlagen. Oh nein, Ghost, Ghost, Ghost. Keine Arme. Kann trotzdem angreifen. Oh, die verzieht einfach viel zu arg. Ah, komm her. Ghost. Komm, steh auf. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Und los. Pass. Oh, oh. Sehr gut, Ghost. Hast du fein gemacht. Aber Dogo. Nee, nee, da ist nichts mehr. Leute, ich sag euch, wenn ich hier fertig bin, dann gehört diese Stadt mir. Dogo, Dogo, komm her. Hey. Geh dahin.
Hey. Komm her. Geh dahin. Nicht ins offene Feuer laufen. Keine Ahnung, was das für Geräusche da sind. Aber wir safen mal. Vor allem, dass die Musik jetzt so dramatisch wird. Oh Gott! Was soll das? Fuck! Hat er einen fucking Raketenwerfer? Wo ist Dogo jetzt hin? Eine Piste gegen einen mit Powersuit. Ich glaube, es hackt. Und dann treffe ich auch nicht mal. Ach du Scheiße, was habe ich nur ange... Was habe ich mir da bloß dabei gedacht? Okay. Wahrscheinlich sterben in 3, 2, 1. Wo ist Dogo, wenn man ihn braucht? Ja, ich bin ein Feigling, ich renn weg. Aber hallo, der hat einen fucking Powersuit. Oder ich glaube, das ist sogar eine Sie. Ich bin ein... Oh Gott! Ich hasse es! Ja, ja, das denke ich mir auch. Trick wäre es, den Fuß... sie ist langsam, das ist schon mal gut. Trick wäre es, den Fusionskern zu treffen. Der befindet sich aber leider hinter ihr. Nee, 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 nee. Ja! Hab ich dich! Puh. Gott, war das irre. Oh, ein Super-Duper-Markt. Da gehen wir als nächstes rein. Fett, Mann. Den nehmen wir mit. Hoppala. Aber nur, um ihn zu verkaufen. Machete. Mehr nicht? Scheiße. Aber erstmal suchen wir Ghost. Und vor allem die Mitte des Raumes. Ah, da bist du. Wo warst denn du eigentlich? Super-Duper-Markt. Der Rewe des Ödlands. Da gehen wir auf jeden Fall jetzt rein. Gucken, ob er noch schwindt, was hier. Ja, Vorkriegsgeld. Zwar wertlos, aber immerhin. Sicherheitstür. Öffnen. Öffne dich. Toll. Ich glaube, es gibt noch... Gibt es was? Warten. Danke. Braver Köter. Hund. Ha! Sehr gut. Guter Dogo. Ich würde aber trotzdem noch mal ganz kurz da hochgehen, bevor ich in den Super-Duper-Markt gehe.
Wobei ich speichere erstmal. Weil ich befürchte, dort ist Munition. Wenn jemand einen Fatman hat und eine Powerrüstung, muss doch da auch Munition rumliegen. Hoffe ich doch zumindest. Wir machen die immer noch Krach. Ich hoffe doch, das war der einzige Fatman. Oh Mann! Ja, Ghost? Da machst du. Oh, ja. Ein Modell, das ich nicht sehen kann. Bug. Ist mir aber jetzt gerade sowas von scheißegal. Aber immer ein bisschen was. Ah, da kommst du. Ja, schön. Mach halt die Tür auf. Einfach so. Da. Ich höre was. Oh, ein Ghoul. Direkt unter uns. Oh. Ist gut, dass ich den Teppich spüre, den Bambusteppich. Oh, fuck. Los. Sehr gut. Hast du fein gemacht. Ich höre sie wieder. Ja, die Waffe lädt. Irrsinnig lange. Ein Manko an solchen improvisierten Waffen. Aber ich glaube, das kann man mit Skills dann wieder gerade richten. Die Frage ist, ob das nötig ist. Wenn man sich diese Skills sparen kann. Geht schon wieder die Munition aus. Das könnte ein Problem werden. Wollen wir es trotzdem wagen nach Super Duper? Ghost. Ist da Geld? Das lassen wir da nicht liegen. Und noch mehr Geld. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, komm, dann lass uns reingehen. Versuchen wir halt ein bisschen bedeckt. Ach, ich wollte schauen, ob das Gewicht verbraucht. Weil. Ich glaube, das ist eine gute Rohstoff. Stahl und Öl. Mhm. Gewicht 3. Ja, nehmen wir mal so 2 mit. Und dann glaube ich, man kann von der anderen Seite rein. Ich glaube, vom Parkhaus. Munition. Sehr gut. Das brauchen wir nicht. Spind, in dem nichts drin ist, aber dafür hier. Puh.
Parkhaus. Okay. Na gut, dann gehen wir mal da rein. Gucken wir kurz unsere Waffen an. 62 Schuss. Ja, ist mir lieber. Okay, bereit? Okay, jetzt schleichen wir ein bisschen. Oh Mann, fuck, ey. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, hier runter zu gehen. Du machst die ganze Arbeit, ja? Ich hab nicht viel Munition. Beißen, festhalten, ich schieße. So einfach ist das. Beißen, festhalten, ich schieße. Okay. Du bist so ein Held, ey. Kannst von Glück reden, dass sie dich nicht gesehen haben. Shit. Ach du Scheiße. Ich hab ein Déjà-vu. Was passiert, wenn ich die anschieße? Alex? Alex? Können wir das zum Vorteil nutzen? Wenn ich... Okay. Da war alles voller Öl. Das ist mir egal. Wir heilen uns jetzt. Ist geschafft, Ghost. Wieder fast keine Munition mehr. Und dann haben die auch nichts Wichtiges. Oh. Aber immerhin haben wir eine große Menge von Gegnern erlegt. Wir haben unsere Umgebung zum Vorteil genutzt. Mit paar kleinen Verlusten, die ich aber mit ein paar Stimpacks wieder cool wettmachen konnte. Das finde ich auch. Die wir hier uns wiedergeholt haben. Granaten, Minen. Minen sind gut. Minen sind sehr gut. Und eine fucking Nuka-Cola. Oh, die gönnen wir uns jetzt aber mal. Nuka-Cola. Ach, Munition. Munition? Munition. Und noch mehr Munition. Also... Leute, das hat's ja auf jeden Fall ein klein wenig was gebracht. Diesen Freund, der wird uns Unmengen an... Oh nein. Das könnte ein bisschen dauern. Ah nein, das geht. Einheit aktivieren. Persönlichkeitsmodus machen wir auf Rechtsvollzug. Perfekt. Bin durch. Seid gegrüßt. Räum mal hier ein bisschen auf. Viel Spaß.
Nee, das Kühlmittel. Das wird schön. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine fucking Lunchbox. Speichern wir jetzt mal. Denn ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, was ich da gemoddet habe mit diesen Lunchbox. Das ist auch jetzt für mich ein Highlight, weil es keine Möglichkeit gab, die zu testen. Es sei denn, ich finde sie. Was wird wohl passieren? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das machen wir anders. So. Weg. Ich habe keine Arme mehr. Okay. Okay. Nö. Das machen wir anders. Ich lasse die hier liegen. Für die Wissenschaft. Ich muss ein bisschen was ändern. Dann werde ich es ausprobieren. Wir merken es uns. Hier ist die Vaultbox. Bist du bereit? Weiter geht's. Okay, wir wechseln wieder zur anderen Waffe. Bin ich froh, wenn ich eine richtige Waffe nutzen kann. Ich schätze, wir müssen den Haupteingang nehmen. Aber ich würde sagen, wir haben trotzdem einen guten Vorteil uns erhascht dadurch. Ich weiß nicht welchen, aber wir haben. Okay. Wir versuchen jetzt zu schleichen. Ghost? Okay. Okay, wir speichern wieder. Terminal gleich. Das sind schon wieder Ghule. Den Schleichen sehen wir leider nicht so gut. Ghul ist tot. Den möchte ich nämlich aktivieren. Dann kann der ein bisschen für Recht und Ordnung sorgen. Ich glaube, das Terminal ist hier in diesem kleinen Haus. In diesem kleinen Kämmerchen. Leider ist es nicht so wie bei Skyrim, dass wir automatisch Punkte für Schleichen bekommen, wenn wir schleichen. Okay. Hoppala. Ah, diese Steuerung. Zwar ziemlich laut, aber irgendwie das keiner so richtig vernommen. Was denn? Nein! Da ist es. Vorkriegsgeld. Ist das der Computer? Bin mir nicht sicher. Ich musste es leider so cheaten. Sonst hätte das ziemlich lang gedauert. Das Schloss lassen wir zu, weil ich will es knacken. Aber ihn können wir schon mal. Rechtsvollzug. So, und los. Dann machen wir deine Arbeit. Ja. Und das da kurz.
Ja. Godwatch. So. Safen. Okay. Bin ich mal gespannt. Wir halten uns mal bedeckt und versuchen aus der Ferne anzugreifen. Er soll den ganzen Damage auf sich nehmen. Wir wissen nicht, wie viele hier rumlungern. Somit ist es ganz gut, wenn er sich darum kümmert. Nur ruhig. Hier hin. Ja, gut. Spiel halt ein bisschen mit. Egal, solange du nicht stirbst. Hey, der ist gut. Ich meine, die ganzen Punkte gehen jetzt quasi zu ihm. Aber besser, als wenn wir jetzt die ganze Munition jetzt für die ganze Armee ausgeben. Sehr gut. Ich wollte nicht erschießen, ich habe den Daumen gezeigt. Oh, fuck. Noch mehr. Hier können wir irgendwann mal uns mal Ressourcen suchen, wenn wir was brauchen. Ich glaube, alles Nahrungsmittel. Oh, ich wollte doch das Schleichen noch besser einstellen. Muss ja richtig runterducken, damit es erkannt wird. Oh. Ja, leider ist er. Ist der. Nein, der Robo jetzt nicht so der hellste. Aber immerhin effektiv. Nimm das! Achtung, Bürger! Sie können nun wieder Ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. Ja, sehr gut, danke. Super! Da sehe ich natürlich sehr viel. Hm. Einsteiger ist quasi die Schwierigkeitsstufe von Novize bei Skyrim. So. Gut, den Rest schaffen wir auch allein. Oh, fuck. Das nehmen wir. Oh, ein Minuteman. Minuteman. Ich weiß nicht, ob man die... Ja, die haben ja davon geredet. Bei der letzten Folge darüber, über die Widerstandskämpfer, die sogenannten Minutemans. Oh, jetzt steigen sie sogar durchs Fenster. Das holen wir uns gleich. Erst wenn hier alles safe ist. Oh, Munition. Sehr gut. Über Munition freue ich mich immer. Du auch? Das ist was Schönes. Alles, was leuchtete, schön. Bingo. Geschichten eines Dörrfleischverkäufers aus Junktown. Du hast eine Ausgabe von Geschichten eines Dörrfleischverkäufers aus Junktown gefunden. Erhalte dauerhaft bessere Preise, wenn du bei einem Händler kaufst. Sehr gut. Manchmal findet man auch in Mülleimern bisschen Geld.
Aber ich sage nur manchmal. Ich gehe noch kurz hier ums Eck. Ich mach gar nichts vergessen. Ne, hier ist nichts. Ich weiß, Schrauben brauchen wir eigentlich. Ich hab's nicht vergessen. Bin mir aber nicht sicher, wo überall Schrauben zu finden sind. Ob es bei den Toastern waren oder bei den Miniöfen. Keine Ahnung. Aber ich werde bei Zeiten wahrscheinlich eh nochmal hier zurückkommen. Und hier ein bisschen looten. Was mache ich zu einer ruhigen Zeit? Wenn ich keinen Zeitdruck habe. Nimm das, du Drecksteil! Ja, ja. Das sehe ich hier ein bisschen anders. Greif an! Geh dorthin. Nein, brauchst du nicht. Sehr schön. Sehr schön. Ich mag ihn. Safen wieder. Ihr wisst ja. Ich bin da ein bisschen paranoid in der Hinsicht. Nein, du musst nicht dorthin. Beruhig dich. Ja, das mit dem Kommando ist manchmal ein bisschen nervig. Und du musst gleich mal öffnen. Gib Punkte. Ernsthaft? Das war so gut wie geöffnet. Ich glaube, Ventilatoren bringen auch. Geschichten. Aufgrund zahlreicher Kundenbeschwerden in den letzten Monaten informieren wir Sie mit den schweren Herzen darüber, dass wir Sally entlassen mussten. Oh. Ihnen ist vielleicht außerdem aufgefallen, dass die neuen Espressomaschinen endlich da ist. Bis wir Platz in der Küche haben, wurde die Espressomaschine auf Sallys Schreibtisch montiert. Viel Spaß damit. Ihr Management. Wir wissen, dass viele Mitarbeiter wegen der lauten Klickgeräusche besorgt sind, die die Espressomaschine von sich gibt. Leider wird es noch 2 Wochen dauern, bis wir die Maschine austauschen können. Offenbar passt die bestellte industrielle Halterung nicht in unserer Küche. Wir suchen derzeit nach einem Unternehmen, das ein paar Wände einreißt, damit wir genug Platz für die Halterung haben. Wir bitten um ein wenig Geduld. Ihr Management. Ja, früher hatte man andere Probleme gehabt. Was? Das ist eine Espressomaschine? So viel Zeug für so wenig? Was soll ich dazu sagen? Okay. Ich kann nicht treffen mit der Waffe. Elendig. Und Waffen wechseln. Alles verballert. Aber immerhin eine Carrot. Wo ist die Mitte des Raumes? Dass man die schon vorher töten kann. Nein. Ich will mir hier die Spinne nochmal anschauen. Schmerz. Boah. Jedes Mal, Leute, jedes Mal. Daran wird sich nie etwas ändern. Schau's dir an. Nein. Daran wird sich nie etwas ändern, dass ich mich jedes Mal erschrecke, wenn meine Sprachsteuerung spricht.
Nichtsdestotrotz. Wisst ihr, was das heißt? Wenn sie spricht. Heißt das, dass wir bald Schluss machen müssen? Zumindest für heute. Der hat da zum Beispiel Munition. Oh, und hier müssen wir aufpassen. Farbiger Boden ist nicht gut. Farbiger Boden bedeutet Öl. Und Öl bedeutet Feuer. Okay. Ein bisschen machen wir noch. Und los. Und los, richtig. Da geht's raus. Keine Ahnung, wo das führt, dieser Weg. Und da gehen wir jetzt nicht rein. Ist das Munition? Keine Munition. Was ist das für ein Super-Duper-Laden, wenn es keine Munition gibt? Ich finde, in jedem Super-Duper-Laden sollte es Munition geben. Geschafft. So wie hier. Schuss. Hier ist Öl. Auch hier müssen wir vorsichtig sein, aber wenn ihr das ganz schnell gesehen habt, was ich gerade gesehen habe, ist da unser Ziel. Nämlich eine Boss-Chest. Und eine Wumme. Nicht den Boden treffen. Alter. Böse Ghost, böse. Aber eigentlich fein, fein gemacht. Genau. Da, unsere Chest, unsere Belohnung. Das hören wir uns auch gleich an. Juch, habe ich mich erschrocken. Von wo kam der denn jetzt her? Josh Holoband. Ich bin gestern mit Emma zurückgekommen. Alle sind weg. Sieht aus, als wären sie überstürzt aufgebrochen. Gab wohl auch einen wilden Kampf. Überall Leichen von wilden Gullen. Emma und ich haben nach irgendeinem Hinweis darauf gesucht, wohin sie gegangen sind. Gefunden haben wir nur Anthony. Muss schlimm gewesen sein. Sonst hätten sie seine Leiche nie dagelassen. Ich habe Emma runter zur Laderampe geschickt. Dort wartet sie auf mich, während ich nach ein paar Dingen schaue. Wir bleiben nicht lang. Möchte nur Anthonys Leiche holen und... Moment. Die wilden Ghule sind wieder da. Verdammte Scheiße! Scheiße sagt man nicht. Ein Catalyst Ass. Ass meine ich, nicht Ass. Ja, hier unsere Belohnung. Steamer Trunk. Eine legendäre Lederrüstung? Mit Stärke? Okay. Du erhältst mehr Stärke, je mehr du verschaffst. Ah, super. Aber... Na, können wir verkaufen. Rüstung. Noch mehr. Ja, ich würde sagen, das legen wir jetzt noch an. So als... Feier des Abends. Machen das... Nehmen das trotzdem, weil das hat... an sich mehr Verteidigung. Raiderarm, sehr gut. Und das hat auch... Und das... Ja. Sehr gut. Oder? Haben wir gut gemacht, gell? Ja, okay, das sieht komisch aus. Ja, gut. Dann machen wir hier Schluss. Beim nächsten Mal loote ich hier noch ein bisschen. Und vielleicht können wir uns dann... ein Gewehr bauen. Ich hoffe es doch. Nee, viel zu früh. Aber wir schauen einfach mal. Ab zu Atmod. Was soll ich sagen? Ich hätte ein bisschen mehr von dem Supermarkt erwartet, aber wenn man so überlegt, für den Anfang war das doch ganz cool. Wir haben ein bisschen Hilfe gehabt, wir haben die mit der Powerrüstung erledigt, schon cool. Ich hoffe, da passiert noch mehr, denn Fallout 4
hat so viel zu zeigen, so viel zu geben. Und das möchte ich mit euch teilen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Andrew Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.